Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Review hier bei Hunter & Krohn. Heute mit einer weiteren Neuheit von der Spiel 2018. Die Rede ist von Gugong. Verlag ist Game Brewer. Die haben zuletzt Aufsehen erregt mit Chimera Station, was uns ja auch hier beiden sehr gut gefallen hat. Dann gibt es auch noch einen recht großen Fankreis für Pixie Queen, haben wir hier auf dem Kanal noch nicht präsent. Also Game Brewer aktiv ist jetzt unter anderem mit Festo. So ein Familienspiel auf der Spiel und eben mit Gugong. Da ist der Autor Andreas Steding und die Illustrationen sind von Andreas Resch. Und das Ganze entführt uns nach China ins Jahr 1570, wo wir in der verbotenen Stadt, die jetzt Gugong heißt, uns herumtreiben als Familie und da versuchen, ja, geschickt, durch geschicktes Bestechen der Beamte, das aber in Geschenkform stattfindet, uns halt irgendwie hauptsächlich erstmal eine Audienz beim Kaiser zu verschaffen, weil sonst, wenn uns das nicht gelingt, dann ist das Ganze drumherum leider umsonst. Und was da sonst so im Einzelnen noch passiert, übrigens, was ich noch sagen wollte, es hat auf jeden Fall auf der Board Game Geek Preview List zu Spiel, hat es, glaube ich, die 500 Thumbs Up voll. Das ist schon recht respektabel. Es gibt einige Leute, die sich darauf freuen. Ob zu Recht, werden wir im Fazit klären. Und jetzt erklärt euch Hunter erstmal, was hier in Gugong so genau passiert. Gugong spielt im alten China, wobei man sagen muss, altes China ist ja ein sehr weiter Begriff mit so vielen tausend Dynastien, dass ich ja da überhaupt nicht durchblicke, aber es ist jedenfalls, dieses Spiel ist China 1570 und unter der Herrschaft des Long King, der sich sicher falsch ausspricht, irgendwas Long King oder sowas, Kaisers der Ming-Dynastie, also Ming-Dynastie, ich glaube, das ist so, ja, so klassisches Kaiserreich. Verbotene Stadt und so weiter. Die Verbotene Stadt spielt auch eine Rolle hier im Spiel. Und es geht darum, dass wir angesehene oder einflussreiche Familien sind und wir versuchen, einen Einfluss zu gewinnen am kaiserlichen Hof. Und ich muss sagen, thematische Einbindung finde ich wirklich eine der großen Stärken des Spiels, weil man sieht es ja auch auf dem Cover, es geht hier um Geschenke, um eigentlich so eine Art von Bestechung, weil das Problem ist, der jetzige Kaiser, der möchte eigentlich die Bestechung bekämpfen und deswegen ist sie halt verboten. Man darf eben nicht die hohen Beamten einfach mit Geld bestechen, sondern man muss es ein bisschen geschickter anstellen, damit der Kaiser da keinen Verdacht schöpft. Also tauscht man Geschenke aus. Allerdings, zufälligerweise sind die Geschenke, die wir geben, immer etwas wertvoller als die, die wir annehmen. Und so kommt sozusagen die Bestechung durch die Hintertür doch bei dem Beamten an. Und ja, wer sich da am geschicktesten anstellt, wer also quasi am geschicktesten besticht mit Geschenken, ohne dass das jemand mitkriegt, der wird hier gewinnen, die meisten Siegpunkte machen. Das Ganze hat einen innovativen Kartenmechanismus, den stelle ich euch jetzt vor. Und ja, über diesen Mechanismus können wir 7 verschiedene Aktionen ausführen, die uns alle Siegpunkte bringen können und wer da am Schluss die meisten Siegpunkte hat, der hat gewonnen. Allerdings gibt es einen wichtigen Kniff, nämlich eine Aktion ist wirklich in der Gunst des Kaisers, im Kaiserhof voranschreiten und da müssen wir alle bis zur höchsten Stufe gekommen sein, bis das Spiel endet, weil sonst haben wir auf jeden Fall verloren. Das heißt, ganz egal, wie viele Punkte wir gemacht haben, wir müssen bis zum Kaiser kommen, ja, sonst war alle Mühe umsonst. Hier erstmal der Spielplan in der Übersicht, auf dem die 7 Aktionsbereiche abgedruckt sind. Hier oben ist Reisen, da können wir später hier mit unserem Pferdchen hier rumreisen, um so Bonusplättchen einzusammeln. Wir können uns am Bau der chinesischen Mauer beteiligen. Wir können hier so sehr wertvolle so Jade-Edelsteine erwerben, die nachher 4 Punkte geben. Wir können hier in der Intrigen Leiste voranschreiten, um unter anderem auch Startspieler zu werden und Gleichstände aufzulösen. Wir können hier, das ist so ein bisschen die Beamtenstadt, ja, solche Dekretplättchen erwerben, die meistens Siegpunkte bringen oder ein paar Spezialfähigkeiten. Wir können hier unten mit unseren Schiffen den großen kaiserlichen Kanal entlang schippern, um da auch vor allem Boni abzugreifen. Und wir können hier in der Mitte mit unseren Figuren hier, mit unseren Botschaftern hier in dieser Leiste in der verbotenen Stadt hochgehen. Und wie ich es schon vorher sagte, wir müssen alle hier oben ankommen. Wer zuerst ankommt, kriegt natürlich mehr Siegpunkte am Ende. Aber wir müssen alle da oben ankommen, um überhaupt am Ende
eine Chance zu haben oder überhaupt in der Wertung am Ende teilnehmen zu können. Das Spiel wird über drei Phasen gespielt. Die sind hier oben nochmal abgedruckt, aber auch auf den Spielertableaus. In der Morgenphase ist es im Prinzip so eine Art, ja, so eine Art Aufräumphase. Die ist jetzt beim Spieleraufbau in der ersten Runde schon passiert, aber man geht sie trotzdem einmal durch. Es wird geguckt, ob einer das Startspielerplättchen sich besorgt hat. Durch die Intrigenaktion, der wird neuer Startspieler. Dann wird hier in dem Reisebereich hier werden neue Plättchen aufgedeckt, also dann wird immer alles aufgefüllt, wenn hier was abgeräumt wurde in der letzten Runde. Dann werden hier diese drei Schicksalswürfel gewürfelt. Das wurde natürlich auch beim Spielaufbau schon gemacht. Ja, die zeigen einfach drei Zahlen, die dann nochmal am Ende der Runde Bonuspunkte generieren, weil die Karten, mit denen wir die Aktionen steuern, die haben auch Zahlen. Ich sieht man hier zum Beispiel, das ist eine Sechserkarte. Hier ist aber jetzt keine 6 gewürfelt, aber spätestens so, wenn wir halt 2, 3 oder 8 benutzen oder bekommen während dieser Runde, dann gibt es dann nochmal Bonuspunkte oder Bonuseinkommen. Dann bekommen wir eventuell Einkommen durch Dekrete, die sozusagen hier dieses Morgensymbol haben. Da kann es zum Beispiel was geben, wo wir noch hier zum Beispiel kriegen wir einen zusätzlichen Schritt auf der Intrigenleiste. Aber es gibt auch andere Morgen-Effekte auf Dekreten, wie zum Beispiel zusätzliches Einkommen und so weiter. Und dann gibt es das allgemeine Einkommen in Form von sogenannten Dienerklötzchen. Beim Spielbeginn in der ersten Runde kriegt man 6, in der zweiten Runde kriegt man 4. Und in der dritten und vierten auch. Das heißt, man sieht auch hier, dass der Rundenanzeiger, wir spielen 4 Runden und dann ist Spiel vorbei und es wird gewertet. Dann kommt die eigentliche Aktionsphase, da erkläre ich gleich den Mechanismus. Und wenn wir da durch sind, gibt es noch so eine Nachtphase. Da gibt es dann eben die Bonuspunkte aufgrund der Würfel und die Schiffe auf dem Kanal werden fahren. Und dann geht es wieder von vorne los mit der Morgenphase und so weiter und das 4 Runden lang. Jetzt ist aber erstmal an der Zeit, den eigentlichen Aktionsmechanismus zu erklären. Wie ich schon gesagt habe, hier sieht man jetzt 4 der Bereiche, wo wir Aktionen ausführen können. Und am Spielaufbau werden auf diese Bereiche jetzt hier schon jeweils eine Karte gelegt. Diese Karten zeigen Geschenke, hier zum Beispiel eine schöne Ming-Vase, eine Statue, ein Bonsai-Baum und so goldene Haar, ja, so goldene Stecknadeln oder Haarstecknadeln, wie auch immer. Und diese Karten haben verschiedene Werte, hier 4, 7, 2, 5 und diese Werte bezeichnen auch den Wert des Geschenks. Das heißt natürlich hier, diese Statue ist eben mehr wert als die Vase mehr wert als der Bonsaibaum und so weiter. Es gibt Werte von 1 bis 9. Und wir wiederum bekommen am Anfang vom Spiel auch eine Kartenhand. Am Anfang haben wir 4 Karten. Die sind je nachdem, was wir für eine Startspielerposition haben, sind die austariert. Und wenn wir dran sind, dann tauschen wir Karten. Und wir tauschen Karten von unserer Hand mit den Karten, die auf dem Brett liegen. Und die grundsätzliche normale Regel ist, wie ich schon vorher thematisch gesagt habe, wir können nur wertvolle Sachen eintauschen gegen weniger wertvolle Sachen. Wir sagen zum Beispiel diesem Beamten hier in der Intrigenstadt, wir schenken dir eine Statue und du gibst uns dafür die Vase. Hast du ein gutes Geschäft gemacht. Die Sachen, die wir kriegen, kommen nachher in unseren sozusagen in unseren Ablagestapel und die entsprechenden Zahlen können uns später eben Boni geben, wenn die vorher von diesen Würfeln gewürfelt werden. Und dann, wenn wir das machen, dann führen wir diese Aktion aus, die dann sozusagen hier unten abgedruckt ist von dem jeweiligen Bereich. Hier macht man eben andere Sachen, da komme ich gleich dazu, was man da macht. Aber das ist im Prinzip der normale Mechanismus, das heißt, wir tauschen immer wertvollere Karten von unserer Hand gegen weniger wertvolle auf dem Brett. Jetzt kann man ja sagen, okay, aber was mache ich denn? Da werden ja immer wertvollere Karten hingelegt. Was mache ich denn, wenn da nur noch hohe Karten liegen? Ich habe nur noch niedrige. Es gibt auch die Möglichkeit, niedrige Karten gegen höhere zu tauschen. Zum Beispiel, die einfachste Möglichkeit ist zum Beispiel, ich tausche die 2 gegen die 4, kriege dann die 4 in meinen Ablagestapel, aber mache die Aktion nicht. Das heißt, ich tausche einfach meine Karten. Das kann ich machen, aber ich darf die Aktion halt nicht ausführen. Warum sollte ich das tun? Weil ich habe dann die 4, die ja höherwertig ist, in meinem Ablagestapel und den Ablagestapel, den bekomme ich am Anfang der nächsten Runde auf der Hand. Das heißt, bei der 4 würde ich das vielleicht nicht unbedingt machen, aber ich könnte zum Beispiel sagen, naja, ich hole mir die 7
in meinen Ablagestapel, dann kann ich zwar diese Aktion nicht machen mit der 2, aber ich habe eben eine hohe Karte dann für die nächste Runde. Ja, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass ich sage, ich tausche das und opfere dafür eine weitere Karte aus meiner Hand, die ebenfalls in den Ablagestapel geht. Das bedeutet einfach, ich verzichte auf eine Aktion. Dafür, na gut, in der nächsten Runde kriege ich die natürlich wieder auf die Hand, aber ich habe einfach 2 Karten bezahlt. Dann kann ich auch die Aktion ausführen, obwohl die Karte niedriger war. Und die letzte Möglichkeit ist noch, die Währung zu benutzen, einfach 2 Diener auszugeben. Dann kann ich einfach auch niedrig gegen höher tauschen. Aber das sind sozusagen die Ausnahmen, die einfach kostspieliger sind für mich oder die dazu führen, dass ich die Aktion gar nicht ausführen kann. Normalerweise kann ich immer nur hoch gegen niedrig tauschen. Und dann gehen wir einfach mal kurz die Aktion durch. Dann seht ihr schon, was da passiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier die 7 gegen die 6 tausche, das geht in meinen Ablagestapel, dann kann ich diese Aktion hier ausführen. Und jetzt ist noch wichtig, wie gesagt, ich führe immer das aus, was hier unten drunter ist. Wenn meine Karte aber selber, in dem Fall steht hier nichts, aber wenn meine Karte selber hier noch was abgedruckt hätte, dann passiert das hier auch noch. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwann mal eben zum Beispiel eine, sagen wir mal, es sieht so aus und ich tausche dann die 2 gegen die 4 aus, ja, dann kann ich auch diese Aktion hier noch ausführen. Also entweder stehen da noch Aktionssymbole, es ist jetzt hier in dem Fall die Hafenaktion, oder es stehen Boni dran, wie bei dieser Karte. Da kriegt man einfach einen Diener noch zusätzlich als Einkommen und kann dann die Aktion machen. Aber die Aktion ist hier einfach rumreisen und die Aktion gibt es auch noch immer in 2 Varianten. Entweder die normale Aktion, das bedeutet einfach einen Schritt mit meiner Reiterfigur. Ich kann dann auch erstmal setze ich ihn irgendwo ein und kriege dann hier dieses Plättchen. Das sind meistens irgendwelche Boni, andere Effekte, Einkommen, alles Mögliche. Hier gibt es wirklich verrücktes Zeug, da gehe ich jetzt nicht im Einzelnen drauf ein. Aber im Endeffekt, man läuft halt hier so rum, leere Felder werden einfach übersprungen. Und wenn man dann wieder die Aktion macht, kann man halt wieder weiterlaufen. Oder man kann eben auch hier diese gepimpte Aktion machen. Dann kann ich 2 zusätzliche Diener ausgeben und dann kann ich 2 Schritte machen und kriege natürlich auch 2 Plättchen. Ja, 1, 2 zum Beispiel. Ja, ganz relativ straightforward, diese Aktion kriegt man einfach Plättchen mit Boni drauf. Dann kann man sich hier am Bau der chinesischen Mauer beteiligen. Die normale Aktion ist einfach, ich nehme einen meiner Diener und baue das hier so hin. Oder ich gebe noch einen weiteren Diener aus, um 2 meiner Diener hier hinzulegen. Ja, dann habe ich halt gleich schon mehr gebaut. Bei dieser Mauer ist es halt so, dass wir die alle zusammenbauen. Ja, das kann halt irgendwie so aussehen, da sind noch andere beteiligt. Und wenn wir hier entsprechend das erreichen, was hier steht, bei 4 oder 5 Spielern, dann wird die Mauer gewertet. Und der dann hier die Mehrheit hat, der bekommt 3 Siegpunkte und darf seinen Botschafter im kaiserlichen Palast 1 vorrücken. Und außerdem kann man die Intrigenleiste werten. Da kann man sozusagen Schritte abgeben. Seht ihr den gleichen, kriegt noch Boni. Das passiert auch. Das darf jeder machen. Aber nur der halt die Mehrheit hat, kriegt halt die Siegpunkte und den Schritt. Allerdings wird auch nur dessen Cubes werden abgeräumt. Die anderen bleiben stehen und haben natürlich dann die besseren Voraussetzungen, es das nächste Mal zu schaffen. Hier rechts kriegt man einfach diese Jadesteine. Am Anfang kann man für 2, es steht hier einfach, ne, für wie viel, am Anfang kann man hier für 2 Diener ein Jade bekommen. Wenn das leer ist, dann für 3 Diener. Wenn das leer ist, für 4 Diener. Und am Schluss gibt es immer noch Vorrat für 5 Diener. Jade ist so ein Set-Collection, aber einfach so ein Collection-Spiel. Je mehr Jade man hat, desto mehr Siegpunkte werden da generiert. Am Anfang ist es weniger und ja, es lohnt sich halt richtig, wenn man 4, 5, 6 Jade hat, dann kriegt man richtig viel Siegpunkte, aber die werden halt auch richtig, richtig teuer. Hier links hat man, wie gesagt, diesen Intrigeleiste. Die normale Aktion ist einfach, ich darf hier meinen Intrigenleistenmarker 1 weiternehmen. Und wenn ich der Erste bin, der das macht, kriege ich auch diesen Startspieler-Markerwert nächste Runde. Startspieler gebe ich noch einen weiteren Diener ab, kann ich sogar 3 Felder vorrücken. Das Ganze ist so ein bisschen Camel-Up-Prinzip. Wer oben liegt, ist dann auch weiter vorne. Und das ist, wie gesagt, ein Tiebreaker. Ja, wenn es irgendwie zu Tiebreak-Situationen kommt im Spiel, dann zählt immer der in der Intrige weiter oben ist.
Und hier oben ist sozusagen noch abgedruckt, man kann eben Schritte dann auch wieder ausgeben, um zum Beispiel neue Diener zu bekommen oder sogar ein Jade, wenn man 7 Schritte hat. Wenn die chinesische Mauer gewertet wird, dann kann man hier Schritte eintauschen. Hier rechts diese Dekrete, es ist einfach auch so, man muss einfach, um so ein Dekret zu kaufen, so viele Diener bezahlen, wie auf den Dekreten abgedruckt ist, je nachdem. Hier zum Beispiel kostet es 1, diese, die hier richtig viel Siegpunkte geben, kosten 3. Und es ist auch noch so, wer so ein Dekret bekommt, der markiert es hier so mit einem Diener. Und dann kostet es für die Mitspieler immer noch einen Diener extra, das gleiche Dekret auch noch für sich zu reservieren. Und da gibt es eben die unterschiedlichen Sachen. Hier da unten Dekrete, die bei der am Anfang vom Rundenanfang noch extra Einkommen generieren. Hier sind so Spezialfähigkeiten, zum Beispiel das hier, da kann man auch gleichwertige Karten, also ein 7er gegen einen 7er tauschen, muss nicht höherwertig sein, wie normalerweise die Regel ist. Und das sind einfach Siegpunktgeneratoren. Und da gibt es auch wesentlich mehr im Spiel. Das ist nur eine gewisse Auswahl. Und die letzte Aktion ist hier unten der Kanal. Das ist auch ein bisschen die komplizierteste fast. Wenn man diese Aktion hier ausführt, dann muss man einen Diener hier auf ein Schiff einsetzen. Und das Schiff wird dann auch gleich in so einem Starthafen eingesetzt. Und man kann aber noch einen zusätzlichen Diener abgeben, um schon gleich 2 draufzulegen. Es kostet dann quasi 3, um dann schon 2 drauf zu haben. Es ist so, am Rundenende fahren diese Schiffe immer automatisch weiter, überspringen auch Gegner. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil das Problem ist, man möchte eigentlich nicht, dass die Schiffe hier rausfahren, bevor sie nicht komplett gefüllt sind. Also bevor man nicht über diese Aktion, über andere Boni es schafft, dass das Schiff voll ist, weil wenn das Schiff voll ist, kann ich jederzeit, wenn ich dran komme, den jeweiligen Bonus bekommen, wo das Schiff gerade ist. Und ja, das sind verschiedene Sachen. Man kann entweder eine extra Aktionskarte hier vom Stapel einfach bekommen für sein Deck. Ja, man hat einfach eine Karte mehr, also kann einfach letztendlich eine Aktion mehr machen. Das ist dieser Bonus. Man kriegt einfach 4 Siegpunkte, was auch nicht schlecht ist. Oder man bekommt hier, man schaltet hier sein Doppel Diener frei, der 2 zählt, der aber sozusagen auch, wenn man einen Diener bekommen würde, kann man immer auch den Doppelten nehmen und der ist halt zählt wie 2. Wenn man eben so was auslöst, dann kommen die Diener weg, das Schiff kommt weg und wenn man wieder die Aktion macht, dann setzt man wieder ein neues Schiff ein. Man kann diese Boni auch mehrfach kriegen, allerdings nicht unbegrenzt. Das schauen wir uns gleich am Tableau an. Ja, weil das Tableau ist das Letzte, was wir uns nicht angeguckt haben. Da stehen eigentlich hauptsächlich nur Informationen drauf. Wir haben hier diesen Ablagestapel, wo wir die Karten, die wir eingetauscht haben, hinlegen. Die wiederum werden aufgedeckt am Rundenende. Und dann guckt man halt hier, je nachdem wie die Würfel sind, für jede Karte, die wir hier drin haben und die einem Würfelsymbol entspricht, kriegen wir einen zusätzlichen Diener als Einkommen. Das kann sehr stark sein, weil Diener sind immer knapp in diesem Spiel. Der die meisten Karten hat, die Würfel zeigen, der kriegt sogar noch 3 Siegpunkte und darf seinen Botschafter 1 vorwärts führen und dann fahren die Schiffe noch ein Feld weiter, das hatte ich ja auch schon erwähnt. Dann stehen hier unten steht noch dran, einfach wie die Endwertung ist, da gibt es halt noch so ein paar Sachen, die gewertet werden, zum Beispiel hier kriegt man Punkte halt, wenn man für die Dekrete geben Punkte, hier die Mauer wird nochmal gewertet, je nachdem, wie schnell man vorne beim Kaiser ist, gibt es verschiedene Punkte. Und die Jade hier, sieht man schon, die Set Collection, gibt dann jede Menge Punkte. Dann gibt es nur noch hier so 2 Leisten, die wichtig sind. Hier sind die Belohnungen für die Schiffe abgedruckt. Und es ist einfach so, wenn man halt so eine Belohnung bekommt, diesen Doppel-Diener kann man halt nur einmal haben. Das wird dann durch so einen Diener hier angezeigt. Man kann sich zweimal so eine zusätzliche Aktionskarte besorgen. Und die Siegpunkte, die 4 Siegpunkte, kann man sich durch die Schiffe insgesamt halt nur 3-mal im Spiel besorgen. Aber all das wird man sowieso voraussichtlich nicht schaffen. Und hier oben legt man die Plättchen ab, diese Bonusplättchen, die man durch die Reiseaktion bekommt. Und hier zum Beispiel kriege ich einfach 2 Siegpunkte, dann drehe ich das hier so um und sammle die hier so. Ne? Hier zum Beispiel kriege ich 2 Diener. Und jederzeit im Spiel kann ich dann eben mit dieser Leiste hier eintauschen. Ich könnte 2 gegen einen Diener tauschen, was man sehr oft machen wird, weil die Diener sind knapp. Man kann 4 gegen 2 Siegpunkte tauschen und 6 sogar gegen einen Jade. Ja, Jade sehr teuer, aber wenn man viel davon hat, ist man dem Sieg schon eine ganze Ecke näher. Und ja, so spielt man einfach 4 Runden. Hier die komplette Rundenübersicht nochmal abgedruckt. Hier hat man natürlich dann seine Diener, die man bekommt. Und das war das Spiel. Am Ende wird hier einfach ausgezählt und wer die meisten Siegpunkte hat, der hat gewonnen.
Ach ja, gut, ein kleiner Nachtrag natürlich. Das Ganze ist für ein bis fünf Spieler ab 12 Jahren und dauert Ja. ungefähr 90 Minuten. Und tatsächlich bis fünf Spieler ist schon mal eine kleine Besonderheit und ist jetzt auch ein kleiner Hinweis, was vielleicht einstiegs zu meinem Fazit führt. Ich habe das irgendwann vor Jahren mal in einem Video gestreut, wo ich gesagt habe, manchmal erkennt man an der Spieleranzahl bis fünf Personen schon, dass es zu zweit vielleicht nicht ganz so geil ist. Wenn es nämlich oft bieten die Mechaniken, so fünf Spieler wird dann schon schwierig, eigentlich so drei bis vier, ah, vier ist schon, ah, dann sind es immer diese zwei bis vier Spieler-Spiele. Das stimmt natürlich nicht immer, aber hier stimmt es Hier stimmt tatsächlich es, wieder ja. ein bisschen. Gugong ist nämlich ein sehr schön geschliffenes, sehr unkompliziertes und irgendwie auch sehr zugängliches Ja, Kennerspiel-Light, ja, würde ja. ich sagen. Ach, ich finde gar nicht so, dass es ist nicht ganz, es ist, die Regeln sind eingängig, das ist vielleicht Kennerspiel-Light, ja, aber es hat große Tiefe, finde ich, ja, Genau, aber aber, diese Grundmechanik, mit dass ja. wir hier mit diesen Orten tauschen, das fängt tatsächlich erst an, so richtig zu florieren ab drei oder mehr Spieler, weil man halt zu zweit, man tauscht ja immer diese Geschenke mit den Orten und es ist natürlich pro Spieler, fängt ja an mit einem gekennzeichneten Satz Karten. Wenn ich jetzt zu zweit spiele, dann sind es halt die beiden Sätze Karten und ich habe schon in der allerersten Partie sofort ist das schon klar. Ah ja, gut. Ein Beispiel, das sind dann zum Beispiel nur eine 9 und eine 1 letztlich im Spiel, Ah, wenn man diese zu Regel habe zweit ich übrigens, spielt. so eine Spezialregel, die ich gar nicht erwähnt habe, ne? Dass man nämlich Richtig. diese niedrigste Karte, die 1, die Spezialregel heißt, die kann man auch gegen eine 9 tauschen. Das ist so ganz so fast schon so ein Skulking-Ding so drin. Die niedrigste Karte kann man auch gegen die höchste Es gibt tauschen, sogar einen ja. thematischen Beitrag dazu in der Anleitung. Ja, Weißt du, es sind ja. zwar die Eins, sind zwar die Früchte, die man einfach auf dem Markt kaufen kann, aber manchmal bei den Beamten, ja, da knurrt der Magen, das sind ja auch nur Menschen. Und dann ist plötzlich so ein Teller mit günstigen Früchten viel mehr wert als die teuerste, ich weiß gar nicht mehr, was die Das ist eine Neun ist, goldene, so irgend ein so eine goldene goldene Statue. Statue Ja, oder sowas, ja. genau. Also, was mich tatsächlich überrascht hat, und ich glaube, das muss man sich bewusst machen bei Gugong, es ist viel zugänglicher und viel, ja, so, der Plan wirkt auch beim ersten Mal, man baut den auf, das ist sehr groß, auch die Anleitung selbst ist sehr umfangreich gestaltet, weil sie sich wirklich Zeit nimmt, in epischer Breite eigentlich, ich finde es gar nicht negativ, sondern in epischer Breite Orte zu erklären, die letztlich ganz simpel sind. Sowas wie, da gehst du ein Feld vor und wenn du eine Ressource abgibst, dann gehst du zwei Felder vor. Ja, Jetzt du mal kriegst ein ganz, Plättchen und und das kriegst ist ein dann noch ein Bonus. Plättchen und das Ja, war's. So ja. ganz simpel ausgedrückt. Und ich meine es gar nicht negativ, sondern das ist das, glaube ich, was man sich klar machen muss. Vielleicht hat der ein oder andere Gugong auf dem Zettel, weil er gerade eben noch auf der Chimera Station angedockt war und denkt sich, geil, und jetzt kommt das Experten-China-Spiel, 570, 2,5 Stunden grübeln, halbe Stunde Regeln erklären. Nee, das ist Gugong tatsächlich gar nicht. Ja, das stimmt, das ist richtig, aber ich würde sagen, man darf es strategisch auch nicht unterschätzen, gerade wenn man es zu viert oder zu fünft spielt, weil was mir wirklich hervorragend bei Gugong gefallen hat, gerade das, was du sagst, hat mir nicht gut gefallen, dass es nicht so kompliziert Ich ist im meinte das auch Einstehen. gar Ja, nicht genau, du negativ. meinst es auch nicht negativ. Finde ich aber wirklich gut und es hat trotzdem allerdings, ja, zu dritt, zu viert, zu fünft, ab zu drei wird es dann, glaube ich, schon spannender. Es hat viel Tiefgang und zwar liegt es daran, dass auch wenn man das nicht auf den ersten Blick so merkt, das ist auch ein Engine-Spiel, ja. Und die Ja. Engine, die da in Gang kommt, das sind die Karten, ja. Das ist sozusagen wirklich, man muss hier sehr, sehr geschickt sein, eben zu überlegen, wie komme ich so in Front, sozusagen, vor meine Mitspieler? Wie schaffe ich es, geschickter zu tauschen, das stärkere Blatt dann zu haben, ja. Vielleicht eben früh noch eine zusätzliche Aktion zu kriegen über den Kanal, ja. Also die Kla Bei Gugong ist es echt so, so diese kleinen Vorteile, die man sich dann verschafft, weil man vielleicht vorher den doppelten Diener hat, weil man einen Boni sich durch ein Dekret einen Boni auf eine bestimmte Aktion gesichert hat und die dann wirklich auch oft machen kann. Wenn man da frühzeitig sozusagen so, dann ist man auf der Siegestraße. Und da wird es auch schwer, jemanden einzuholen, das ist zumindest meine Erfahrung. Aber das ist nicht trivial, also weil du eben viele so, du musst sozusagen gucken, wie du dein Blatt baust, na, welche Karten tauschst du, das ist ja auch die Karten für die nächste Runde. Gleichzeitig hast du diese starken Boni durch die Würfel, die dich auch beeinflussen. Dann hast du so, oh, es wäre vielleicht besser, ich würde diese Karte nehmen. Aber wenn ich die Karte nehme, dann kann ich noch einen Bonus, kriege ich noch einen Bonus mehr, kriege ich noch einen Diener mehr. Aber dieser eine Diener mehr, der kann manchmal echt den Unterschied Du machen. Ne? meinst also, Also, es erfüllt sozusagen die das ist, Kriterien, einfach zu erlernen, aber schwer ja, zu meistern, naja. die ein gutes Kennerspiel Ja, braucht, wobei ich würde sagen, eben, sozusagen. ja, es ist strategisch einfach herausfordernd, ohne dass es jetzt
regeltechnisch eben überladen ist, weil ich diesen Tauschmechanismus, der auch noch thematisch schön überfüttert ist, wobei ich sag mal, das mit dem 1 zu 9, das haben sie sich irgendwie ausgedacht. Das ist ein, glaube ich, das ist einfach mechanisch wichtig, dass die 1 ja, auch mal... Ja, aber es gibt einen sie thematischen Beitrag ausgedacht. In der Anleitung, ja, und das ist nett. Ja. Und ich finde es auch schön, die Anleitung nimmt sich die Zeit. Ich meine ja, nur, man darf da nicht die falsche Erwartungshaltung haben, sondern ich hab auch gedacht, es soll sich quasi komplexer. Jemand, der auf gerade auf der Suche nach solchen zugänglichen Kennerspielen ist, die man dann wirklich eine ganze Weile spielt und dann hier Dinge ausprobieren kann und dann so langsam sich da verbessert im Spiel, der genau auf der Suche nach sowas ist und der soll sich hier gar nicht abstrecken lassen, dass man auf den ersten Blick denkt, da gibt es 7 verschiedene Orte und der Spielplan nimmt sich für jeden Ort auch Zeit, wie die Anleitung, wenn ich das so mal formulieren will. Also ich finde es auch angenehm, man darf da nur quasi nichts Falsches erwarten, sondern das ist quasi für den... Für manche Leute, und ich habe da auch für manche Runden, ist das genau das richtige Spiel. Nur für jemanden, der quasi jetzt erwartet, 3 Stunden am Tisch zu sitzen. Der nicht unbedingt, genau. Aber ich wollte noch eine Sache kurz sagen, was halt, es stecken halt, ich finde, das ist schön, weil es stecken so versteckte Sachen auch in dem Spiel, die man auch erst so langsam so rausgibt. Zum Beispiel eben, dass es gibt bestimmte Reiseplättchen, die können richtig fies sein. Da gibt es Plättchen, die sind auch so gekennzeichnet als so advanced. Genau. Da kann man dann plötzlich bestimmte Aktionen so eine Bestrafung dahinlegen, dass dann, wenn die Gegner das ausführen, dann müssen sie einem einen Siegpunkt geben. Siegpunkte sind auch wirklich wertvoll. Und da gibt es halt so Situationen wie zum Beispiel, gegen Ende des Spiels haben manche Leute es noch nicht geschafft, bis zum Kaiser zu kommen. Das heißt, du weißt, es ist noch eine Runde, die müssen jetzt noch diese Aktion machen. Wenn du da natürlich geschickt bist und dir dieses Plättchen geholt hast und dann die Aktion teuer machst, die sie machen müssen, weil sie nämlich sonst auf jeden Fall verlieren. Also es sind solche kleinen Sachen, die aber strategisch wirklich cool sind. Aber, muss ich auch sagen, ist auch ein unbarmherziges Spiel. Also ich habe auch schon krachend verloren hier. Ja, man kann natürlich im Endeffekt kann man zu null verlieren. Das ist tatsächlich sehr rar geworden, finde ich, in einer Kennerspiel-Eurogames-Szene. Hier kann es tatsächlich passieren, dass man zu null verliert, weil man aus irgendwelchen ganz fiesen, krassen Gründen irgendwas ist einfach in der Planung ultra schief gelaufen. Kann passieren. Und man schafft es einfach nicht. Weil die Gegner dann ganz gemein ihre Karten spielen, sodass du die Aktion nicht mehr ausführen kannst und so. Aber es gehört mir dazu, den Besuch beim Kaiser frühzeitig zu planen. Deswegen, ich würde auch sagen, für Leute, die zu dritt, zu viert, zu fünft spielen und Kennerspiele mögen, ist es unbedingt einen Blick wert. Für Leute, die tatsächlich eher zu zweit spielen und selten eine Runde voll bekommen, Vorsicht, uns hat es zu zweit nicht ganz so gut gefallen, wie... Es ist halt relativ konfrontativ, ne? Und dadurch ist es dann halt in größerer Runde einfach besser. Ja, noch ein Beispiel. Ja. Zu zweit kannst du zum Beispiel dann diesen dem Bauern der großen Mauer, wenn du dir deinen großen Arbeiter freischaltest, diesen Doppelarbeiter freischaltest, du kannst es einfach alleine machen. Also du kannst in einem Zug, weil im Spiel zu zweit nur noch 3 Arbeiter erforderlich sind, mit deinen 2 Arbeitern, die du setzt, wenn einer davon der doppelt ist, alleine den nächsten Mauerabschnitt bauen. Das ist nicht der Sinn eines Mehrheitsspiels. Der Gag von dieser kleinen Mehrheitenmechanik an der großen Mauer, wo man irgendwie dann die Arbeiter, die jetzt nicht die Mehrheit waren und ihr weißt schon, liegen bleibt, ihr habt es ja gesehen. Und deswegen, ich finde, manche Dinge funktionieren zu zweit einfach nicht so cool, wie sie und vielleicht sollte man mal noch erwähnen, die Ein-Personen-Variante haben wir gar nicht ausprobiert, die ist nämlich wieder mit einem Ghost-Player, da sind wir beide, glaube ich, nicht so die Fans. Nee, also, das hat mich schon abgestoßen, das dauert 3 Seiten wieder in der Anleitung, den Automata-Regeln also, da zu erklären. Aber kann man die Regeln lernen oder vielleicht auch ein bisschen üben und das Spiel kennenlernen, das ist schön, dass es das gibt, ich brauche es halt nicht. Ich mag aber nicht sein, allein. Also die haben wir beide tatsächlich, müssen wir zugeben, nicht getestet, weil wir auch gar kein Interesse daran haben, das alleine zu spielen. Kann natürlich sein, dass die viel besser funktioniert als die Zweispieler-Variante durch bestimmte Regeln, die halt dieser Ghost-Player da hat. Aber wie gesagt, im Strategiespiel, wo es so um Siegpunkte geht, das spiele ich nicht. Also, und ums Bestechen und sich dazu vorkommen. Und jetzt hat der dem gerade schon die Jadepuppe gebracht. Der Automatspieler hat jetzt passt die Karte nicht mehr. Eben. Ich finde, das gehört auch thematisch dazu. Verschiedene Familien, die darum rangeln, da der Erste beim Kaiser und so zu sein, Familien, nicht eine. Also mein Fazit ist, es ist ein schönes Eurogame, ein konfrontatives Eurogame. Es hat nicht so komplexe Regeln, aber strategischen Tiefgang. Es ist thematisch schön eingebettet. Ich fand wirklich, habe großen Spaß dran gehabt. Aber ja, es ist nicht Chimera Station. Es ist nicht crazy abgefahren und mega kompliziert oder sowas. Das ist es halt nicht, sondern es ist ein Kennerspiel, ein gutes Kennerspiel. Und schaut sich an, wenn ihr sowas mögt.
Ansonsten sehen wir uns auf der Spiel. Genau. Bis dahin. Wir freuen uns. Mach's gut. Spielt schön. Tschüss. Tschüss.